Mit Ehrgeiz und Motivation ins neue Jahr. Das ist das Motto vieler Unternehmer. Sie alle treffen sich beim alljährlichen Neujahrsempfang der Industriellen Vereinigung Tirol im Innsbrucker Kongress. Gastgeber ist IV-Präsident Christoph Swarowski. Er betont, dass wir mit dem Wirtschaftsstandort Tirol zufrieden sein können. Vor allem in Themen wie Arbeitslosigkeit und Standortentwicklung hat sich in den letzten Jahren vieles getan. Zunächst denke ich, dass wir allen Grund haben, zufrieden sein zu können. Nicht nur auf betrieblicher Ebene. Natürlich war das letzte Jahr ein sehr gutes Jahr für die meisten Betriebe in unserem Land. Aber auch darüber hinaus sollten wir uns alle bewusst machen, dass es den Menschen auf der Welt grundsätzlich viel besser geht wie noch vor 30, 40 oder 50 Jahren. Neben Arbeitszeitflexibilisierung, Fachkräftemangel und Digitalisierung spielt auch das Thema Export in der Industrie eine große Rolle. Naja, die Konkurrenz ist natürlich weltweit zu sehen. Und es ist immer dasselbe. Wir sind natürlich kein Billiglohnland. Das wollen wir natürlich auch nicht werden. Aber wir müssen aufpassen, dass wir mit unseren Regelungen, mit unseren Umweltauflagen, mit unseren Sozialauflagen nicht so weit über den anderen Konkurrenten liegen, dass wir nicht mehr konkurrenzfähig sind. Das wird eine unserer größten Herausforderungen auch für das Jahr 2019 sein. Ein Großteil der produzierten Güter geht ins Ausland. Die globale Politik wird deshalb auch einen großen Einfluss auf die Tiroler Industrie haben. Wie die Amerikaner sich politisch verhalten werden, wie sich China entwickelt, wie lange die Sanktionen auch mit Russland noch andauern werden, das sind lauter Themen, die mit einem großen Fragezeichen versehen sind. Aber ungeachtet dessen sind wir sehr zuversichtlich, was das heurige Jahr anlangt. 2018 ist ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr gewesen und auch für 2019 sind die Vertreter der Wirtschaft positiv gestimmt. Ja, jetzt wünsche ich mir mal, dass weiterhin nur ein bisschen schneit. Es könnte auch ganz gern dann wieder aufhören, dass man dazwischen Zeit hat, um den Schnee wegzubringen. Aber ich wünsche mir, dass für uns die Landwirtschaft gut läuft, dass die Kommunen nach wie vor Zuversicht haben beim Investieren und würde man natürlich auch wünschen, dass der Tourismus gut läuft, weil das hilft uns als Tiroler Fahrzeughersteller immer sehr. Ja, ich würde mal sagen, vor allem Gesundheit, das ist die Basis und weiterhin auch mit Ehrgeiz, mit voller Willensstärke hineingehen ins Jahr und weiterhin ein gutes Geschäftsjahr umsetzen. Das ist mein größter Wunsch. Ja. Wir sind natürlich umgeben und auch abhängig von den Entwicklungen in der EU, Übersee und das stellt uns immer wieder vor Herausforderungen. Meine Wünsche, was jetzt die Wirtschaft betrifft, ist, dass wir eben mit dem Fachkräftemangel nachkommen, dass wir auch wieder viele Lehrlinge ausbilden. Die Lehre ist ein zentrales Thema von mir, dem einfach sehr wichtig ist und da spielt die Industrie eine große Rolle. Die Industrie bildet sehr, sehr viele Lehrlinge aus. Das ist auch ein Wunsch, dass sie das so weitermachen und da auch aktiv investieren und dann, glaube ich, gehen viele Wünsche in Erfüllung. Ich glaube, die Wünsche sind jene, dass es so gut ist wie das letzte Jahr. Und da braucht man nicht immer was Besonderes dazu. Persönlich geht es, dass man natürlich gesund bleibt, die gesamte Familie gesund bleibt. Das klingt zwar abgedroschen, aber das ist das Wesentliche. Aber wenn es so weitergeht, wie es jetzt in der letzten Zeit der Fall war in Tirol, dann bin ich absolut zufrieden und das ist mein größter Wunsch. Die Industrie ist und bleibt der stärkste Wirtschaftssektor in Tirol. Über 42.000 Menschen sind dadurch beschäftigt. Auch 2019 vertritt die Industriellen Vereinigung Tirol die Interessen von rund 450 Unternehmen.